Hallo Leute, Range Bar, Volume Bars. Gut oder schlecht? Gut, ich meine, gut oder schlecht, gut, okay. Was sind diese? Wir arbeiten normalerweise, wenn wir eine Chart vorbereiten, mit Zeiteinheiten. Wir zeichnen Balken nach einer Minute, fünf Minuten oder halbe Stunde und so weiter. Diese Volume Bars, die sind von der Zeit unabhängig. Eine neue Balke kommt nur, wenn in der vorherigen Balke genug Aktivität gezeigt wurde. Das heißt, genug Trading. Okay. Range Bar ist ähnlich, statt Volumen, was man hier die Ticks, die im Markt gezeigt wurden. Auf Forex ist Range Bar üblicher, weil die Volumen natürlich nicht nutzbar sind, normalerweise. Na gut, was ist das Fazit hier? Es ist so, dass die Meinung ist, wenn du mit Zeiteinheiten arbeitest, das kann wohl passieren, dass in 5 Minuten, nehmen wir an, wir arbeiten mit 5 Minuten Bars, in 5 Minuten ist ganz wenig passiert. Das kann wohl passieren. Also ist so wenig passiert, dass deine Balke total unwichtig ist. Also die Inhalte, die Information, was im Markt passiert ist, sind in dieser Balke Quatsch. Aber du nutzt dann diese Balke für deine Indikatoren, für deine Chartmuster und du nutzt also eine Info, die ganz schwach ist für deine Setups. Das ist okay. Und ich sage auch natürlich, wenn du Range Bars nutzt oder Volumen Bars, diese sind alle ungefähr mit demselben Gewicht. Also jede Balke hat die gleiche Wichtigkeit als Infos, die sie mitbringt, was im Markt genau passiert ist. Okay, das macht alles Sinn, aber ich nutze diese Balke nicht, Range oder Volumen Bar. Ein bisschen bin ich stur, die mag ich nicht total in Realtime, das ist mein Problem. Die sind absolut gut. Aber ich versuche, die Probleme zu vermeiden mit anderen Ansätzen. Zum Beispiel, was ich normalerweise mache, wenn ich die Orders stelle, wer andere Videos gesehen hat, weiß das schon, dann nutze ich nicht den ganzen Tag. Also meine Einstieg- oder Ausstieg-Orders sind nicht immer gültig, vom Anfang zu Schluss, sondern nutze ich ein Zeitfenster, ein Time Window, wie ich das auf Englisch nenne, und sage, meine Orders sind gültig nur ab so und so viel Uhr und dann bis so und so viel Uhr und manchmal auch mit Pausen. So auf dem DAX zum Beispiel stelle ich Einstiegsorders normalerweise nur nach den ersten Stunden und gültig nur bis 17 Uhr zum Beispiel. Und auch habe ich eine Mittagspause normalerweise, ein paar Stunden oder eine Stunde so, wo die Orders einfach aus dem Markt gezogen werden. Nicht, weil alle zum Essen gehen, aber das ist so ein bisschen physiologisch. Ich meine, nach der Marktaktivität in der Früh wartet man, bis etwas Neues passiert nachmittags. Und man hat so ein bisschen eine Pause in der Mitte. Und in dieser Pause ist es nicht unbedingt gut zu arbeiten. Und mit diesem Zeitfenster vermeide ich schlechte Einstiege. Schlechte, wo der Markt sich nicht gut bewegt, sondern schwach oder zum Beispiel zu turbulent, wenn sofort am Anfang, wenn es öffnet. Und das ist also mein Ansatz. Was besser ist, kann ich nicht sagen. Wie gesagt, ich nutze die Range Volumen Bars nicht. Wenn Sie die nutzen, absolut klar, das ist gut. Bitte schreiben Sie in den Kommentaren vom Video, was Ihr Ansatz ist und was Sie machen und warum Sie das machen. Nur bitte nutzen Sie keine Renko-Bars in Realtime-Handel, weil diese nicht funktionieren. Das werde ich in einem anderen Video erklären, aber Renko-Bars nicht. Die zeigen unheimlich gute Ergebnisse, aber das funktioniert in Realtime total nicht. Aber Range-Bars, Volumen-Bars, die kann man nutzen. Ich nutze die nicht. Ich nutze Zeitfenster, Time-Windows, wo meine Orders nur in bestimmten Zeiten von dem Tag gültig sind. Das ist mein Ansatz. Andere Ansätze sind absolut gut. Sie können die hier diskutieren. Ich werde antworten und bin auch neugierig, was Sie eigentlich meinen und was Sie nutzen. Das war's. Abonnieren Sie auch meinen Kanal, wenn es interessant war. Und wir treffen uns wieder nächste Woche. Ciao von Andrea Unger. Ciao aus Italien.